Hallo zusammen. Wir haben bisher über diverse Argumente für die Existenz Gottes gesprochen. Das heißt, wir haben versucht, die Wahrheit des Satzes, es gibt einen Gott, nachzuweisen oder zumindest plausibel zu machen. Wir haben dabei auch gesehen, dass alle diese Argumente ihre ganz eigenen Probleme haben. Keines der Argumente, die wir bisher kennengelernt haben, konnte endgültig und überzeugend zeigen, dass es einen Gott im Sinne des Theismus gibt. Heißt das jetzt, dass es keinen Gott gibt? Nicht zwingend. Nur weil man etwas nicht nachweisen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass es dieses etwas nicht gibt. Also aus der Tatsache, dass Sie nicht beweisen können, dass X existiert, folgt nicht, dass X nicht existiert. Also wenn alle Schwäne, die Sie bisher gesehen haben, immer weiß gewesen sind, dann folgt daraus nicht, dass alle Schwäne weiß sind. Vielleicht haben Sie einfach nur die paar schwarzen Schwäne, die es gibt, noch nicht gesehen. Also, Sie können aus dem Satz, wir können nicht zeigen, dass Gott existiert, nicht den Satz ableiten, wir können zeigen, dass Gott nicht existiert. Also so wie es auch ein Unterschied ist, zu sagen, ich weiß nicht, dass Gott existiert und zu sagen, ich weiß, dass Gott nicht existiert, so genau wie im vorhin beschriebenen Fall. Also, will man zeigen, dass es keinen Gott gibt, dann müsste man ein Argument gegen die Existenz Gottes konstruieren und nicht bloß die Argumente für die Existenz Gottes widerlegen. Also die Nicht-Existenz von etwas nachzuweisen ist schwierig und es reicht dazu nicht aus, einfach nur alles, was für die Existenz spricht, abzuweisen. Heute wollen wir uns nun aber das wichtigste Argument gegen die Existenz Gottes anschauen, nämlich das Problem des Übels. Dieses Problem des Übels läuft manchmal auch unter dem Namen Theodizee-Problem, so benannt nach Leibniz und seiner Schrift, die Theodizee, die ein ja, ganz wichtiges Werk in der Geschichte dieses Theodizee-Problems, Schrägstrich Problems des Übels ist. Nun, der Kerngedanke beim Problem des Übels lautet: Wie ist die Existenz eines allgütigen, allmächtigen und allwissenden Gottes mit der Existenz von Leiden und Übeln in der Welt vereinbar? Dass es Leid und Übel gibt, das ist ja eine auf den ersten Blick eigentlich ziemlich schwer zu bestreitende Tatsache. Menschen leiden unter Krankheiten, sie leiden unter Alter und Tod, sie leiden unter Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hungersnöten oder Pandemien. Sie leiden aber auch unter menschengemachten Übeln wie zum Beispiel Krieg oder Hass und Gewalt. Und nicht nur Menschen leiden, alle Wesen, die existieren, sind den Übeln des Daseins ausgesetzt, sind dem Leiden unterworfen. Tiere leiden ebenso wie Menschen, wenn nicht sogar noch mehr. Nun, was ist das Übel eigentlich? Also im philosophischen Sinne versteht man unter dem Übel alles das, was Leiden erzeugt. Im Englischen verwendet man für den Ausdruck Übel oft das Wort Evil und die lateinische Entsprechung wäre das Malum. Gemeint ist allerdings hier, auch wenn das Wort Evil es zum Beispiel nahelegen könnte, nicht bloß das moralisch Böse oder das Verwerfliche, sondern überhaupt alles, was dazu führt, dass empfindungsfähige Wesen leiden. Also auch Krankheiten wären ein Übel im Sinne von Evil, im Sinne von Malum, im Sinne von etwas, das Leiden verursacht. Klassischerweise unterteilt man dann diese Übel in der Philosophie nochmal in zwei oder drei Gruppen. Da hätten wir zum einen die physischen Übel. Physische Übel, das ist jede Form von Leiden, das aufgrund von natürlichen Prozessen entsteht. Also ein Leiden, das nicht das Produkt bewusster Handlungen von Personen ist. Das physische Übel, das ist das Übel, das von niemandem bewusst oder absichtlich hervorgebracht wird, sondern etwas, das einfach aus dem natürlichen Verlauf der Naturgesetze sich ergibt. Darunter fallen zum Beispiel Naturkatastrophen, Krankheiten, Erdbeben und so weiter und so fort. Also das wäre das physische Übel. Die zweite Kategorie, das ist das moralische Übel. Moralisches Übel, das ist jedes Leiden, das durch menschliche Handlungen zustande kommt. Also eine Form von Übel, für die irgendjemand verantwortlich ist. Ein Übel, das durch bestimmte Handlungen erzeugt wird. Und für diese Handlungen kann jemand Verantwortung übernehmen, weil irgendjemand sich eben dazu entschieden hat, so oder so zu handeln. Das sind also Übel, die nicht einfach nur aus dem natürlichen Lauf der Dinge erklärbar sind, sondern die ein aktives Handeln bewusster Subjekte erfordern. Darunter fallen dann solche Sachen wie Kriege, Kriminalität, Gewalt und so weiter und so fort. Das wäre das moralische Übel. Dann hätten wir noch als die eventuell dritte Kategorie das sogenannte metaphysische Übel. Das nenne ich jetzt hier nur der Vollständigkeit halber. Im aktuellen Diskurs spielt das keine so große Rolle mehr. Das ist eine Kategorie, die insbesondere Leibniz in seine Theodizee eingefügt hat.
Gemeint ist hiermit die Unvollkommenheit der Welt gegenüber Gott oder die Unvollkommenheit der Schöpfung, ihre Endlichkeit, ihre Begrenztheit, also dieser Mangel an Perfektion, den die Schöpfung gegenüber dem vollkommenen Gott ausweist. Es ist natürlich unvermeidlich, dass die Realität oder dass die Welt weniger perfekt ist als Gott. Gott kann ja nicht einen identischen Gott schaffen, sondern was immer er schafft, muss weniger sein als er. Und diese Unvollkommenheit der Welt ist natürlich die eigentliche Quelle des Übels, so argumentiert Leibniz. Denn erst dadurch, dass die Welt unvollkommen ist, werden überhaupt die ganzen anderen, die physischen und die moralischen Übel, erst möglich. In der modernen Debatte allerdings um das Problem des Übels, da spielt dieser Begriff des metaphysischen Übels eigentlich keine Rolle mehr. Und das wird nicht als ein erklärungsbedürftiges Übel angesehen, ja nicht mehr so unbedingt als ein Übel überhaupt verstanden. Okay, das also die verschiedenen Formen von Übel. Und diese verschiedenen Formen von Übel erfordern natürlich ihre ganz eigenen Erklärungsansätze, wenn es an Lösungsversuche für das Problem des Übels geht. Nun, wenn der theistische Gott der Schöpfer der Welt ist, das heißt, wenn Gott der Grund von allem ist, was existiert, wenn der Grund von allem, was existiert, letzten Endes in Gott liegt, dann, so sollte man meinen, muss doch Gott auch für die Übel in der Welt verantwortlich sein. Aber, könnte man jetzt fragen, warum sollte ein guter Gott eine Welt mit Leiden und Übeln erschaffen? Warum sollte er eine Welt erschaffen, in der es diese Dinge überhaupt gibt? Es scheint also, als hätten wir es hier mit einem unmittelbaren Widerspruch zu tun zwischen dem theistischen Gottesbegriff auf der einen Seite und der Existenz von Übeln in der Welt auf der anderen Seite. Gott ist ja per Definitione, Sie erinnern sich, so haben wir das besprochen, Gott ist per Definitione allmächtig, allwissend und allgütig. Das sagt das klassisch-theistische Gotteskonzept. Aber dennoch gibt es Übel in der Welt. Wie ist das zu erklären? Weiß Gott vielleicht nichts von den Übeln? Dann ist er nicht allwissend. Kann Gott nichts dagegen tun? Dann ist er nicht allmächtig. Will Gott nichts dagegen tun? Dann ist er nicht allgütig. Also entweder müssen wir eines dieser drei Prädikate aufgeben und damit sagen, dass Gott letzten Endes nicht das ist, was wir von ihm erwartet haben, dass es also eigentlich keinen Gott gibt, oder wir müssen eine Erklärung finden, warum es trotzdem Übel in der Welt gibt. Es sieht also so aus, als hätte der theistische Gott ein Problem. Gott sitzt sozusagen auf der Anklagebank. Ihm wird vorgeworfen, das Leiden in der Welt verursacht zu haben. Wenn es dann weiterhin möglich sein soll, an einen theistischen Gott zu glauben, dann muss es irgendwie gelingen, Gott von diesem Vorwurf freizusprechen. Wie könnte das gehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Nun angenommen, Sie werden angeklagt, einen Mord begangen zu haben. Welche Strategien hätten Sie, um sich vor Gericht zu verteidigen? Ich würde sagen, grundsätzlich sind da vier Strategien denkbar, wie Sie es versuchen können. Schauen wir uns die mal der Reihe nach an. Strategie 1 lautet, ich war es nicht. Ganz einfach, die simpelste von allen Lösungen. Sie sagen, ja gut, da hat es einen Mord gegeben, aber ich habe nichts damit zu tun, das ist jemand anderes gewesen. Strategie Nummer 2, nichts passiert. Es gab überhaupt keinen Mord. Ja, sicherlich, der Herr X ist tot und man hat auch den Leichnam gefunden, aber das Ganze hat nichts mit mir zu tun. Herr X ist eines natürlichen Todes gestorben und auf diesen natürlichen Tod hatte ich keinerlei Einfluss. Strategie Nummer 3, geht dich nichts an. Mord, misch dich nicht in meinen Kram ein. In den meisten realen Gerichtsverfahren funktioniert diese Strategie nicht besonders gut, darauf weise ich Sie vorsichtshalber hin. Also sollten Sie in nächster Zeit einmal wegen Mordes oder sonst irgendwas vor Gericht stehen, wählen Sie vielleicht besser nicht diese Strategie. Allerdings auch in realen Gerichtsverfahren könnte es eine vergleichbare Strategie geben. Beispielsweise könnte ja ein ziviles Gericht eine Klage abweisen, weil es nicht zuständig ist. Also zum Beispiel, weil das Verbrechen von einem Soldaten im Kriegseinsatz begangen wurde und eigentlich ein Militärgericht zuständig wäre. Also das wäre die etwas zivilisiertere Variante von misch dich nicht in meinen Kram ein. Strategie Nummer 4. Ich kann alles erklären. Ja, ich habe den Herrn X getötet, aber es war kein Mord, sondern das war ein Unfall oder es war Beihilfe zum Suizid oder ein missglücktes sexuelles Experiment oder sonst irgendetwas in der Art. Das sind die vier grundsätzlichen Strategien, die Sie haben, wenn Sie sich gegen einen Vorwurf verteidigen möchten. Nun, alle diese vier Strategien sind im Laufe der Philosophiegeschichte auch auf das Problem des Übels angewandt worden. Und man hat versucht, mit all diesen vier Strategien einen Weg zu finden, um Gott vom Vorwurf der Leidverursachung freizusprechen.
Schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Wie lässt sich der Widerspruch zwischen dem Gottesbegriff und der Existenz des Leidens in der Welt ausräumen, wenn man eine dieser vier Strategien versucht? Also, Strategie Nummer 1, ich war es nicht. Das würde bedeuten, Gott ist nicht verantwortlich für das Übel. Das heißt, jemand anderes muss es gewesen sein. Also jemand anders muss die Verantwortung für das Übel übernehmen, nicht Gott. In diesem Sinne wurde eine solche Theorie beispielsweise im antiken Manichäismus vertreten. Also der Manichäismus ist eine spätantike, ans Christentum angelehnte, stark gnostisch inspirierte religiöse Bewegung gewesen. Die Manichäer lehrten, dass die Welt der Schauplatz eines Kampfes ist zwischen zwei entgegengesetzten Kräften, der Kraft des Lichtes und der Kraft der Finsternis. Die Kraft des Lichtes, das ist natürlich die göttliche Seite, und die Kraft der Finsternis, ja, das ist dann eben die andere Seite. Die Übel in der Welt sind nun nicht das Resultat des Handelns Gottes, also sind nicht dieser Lichtseite zuzuschreiben, sondern sie stammen von den Mächten der Finsternis. In naiven Auffassungen des Christentums finden Sie eine ganz ähnliche Idee. Da wird dann der Teufel als der Gegenspieler Gottes verstanden und dem werden dann die ganzen Übel in der Welt zugeschrieben. Also Strategie Nummer 1 sagt, ich war es nicht, Gott ist nicht schuld, sondern jemand anderes. Der Teufel, der Satan, die Mächte der Finsternis oder sonst irgendwie sowas. Aber philosophisch gesehen kann diese Strategie nicht wirklich weit führen, denn die ist klarerweise nicht vereinbar mit der Idee von Gott als dem allmächtigen Schöpfer der Welt. Wenn Gott der Schöpfer der Welt ist, dann muss er der Schöpfer von allem sein und dann eben auch vom anderen Prinzip oder von den Mächten der Finsternis oder vom Satan, also von was auch immer sie dann verantwortlich machen wollen für die Existenz von Übeln in der Welt. Wenn er allmächtig ist, dann müsste er eigentlich auch fähig sein, eine Welt zu schaffen, in der es ein solches negatives Prinzip nicht gibt. Wir können schlecht annehmen, dass Gott da so ein Fehler unterlaufen ist bei der Erschaffung der Welt. Das passt nicht zu einem vollkommenen Gott. Aber wenn wir annehmen, dass er das absichtlich und bewusst gemacht hat, dann muss letzten Endes er auch verantwortlich sein für das, was seine Geschöpfe getan haben. Zu sagen, dass Gott nicht verantwortlich ist für die Schöpfung dieses negativen Prinzips oder für die Übel, die jemand anderes in die Welt gebracht hat, das läuft darauf hinaus zu sagen, dass Gott letzten Endes nicht Gott ist oder eben nicht das, was wir meinen, wenn wir von Gott sprechen. Denn ein solcher Gott, der entweder seine Schöpfung nicht unter Kontrolle hat oder bewusst in seine Schöpfung Wesen einbaut, die Übel verursachen, der ist entweder nicht allmächtig oder nicht allgütig. Strategie Nummer 1. Ist also kein überzeugender Ausweg. Strategie Nummer 2, nichts passiert. Was würde das bedeuten? Nun, das würde bedeuten, angewandt auf das Problem des Übels, dass wir sagen, eigentlich gibt es gar kein Übel. Auf den ersten Blick ist das eine ziemlich seltsame These. Wie könnte man ernsthaft bezweifeln, dass es Übel gibt? Also was könnte denn bitte realer sein als die Erfahrung des Leidens? Jeder von uns erfährt von Anbeginn des eigenen Lebens, dass Leiden, dass Schmerzen, dass Unwohlsein und so weiter und so fort real sind. Interessanterweise ist das allerdings eine These, die tatsächlich vertreten wurde in der Philosophiegeschichte, und zwar klassischerweise findet man das bei Augustinus. Augustinus ist natürlich jetzt nicht so naiv, einfach zu leugnen, dass es Übel gibt. Das war ihm auch klar, dass das eine unübersehbare Tatsache ist. Stattdessen versucht er es auf einen anderen, etwas gewundeneren Weg, indem er sagt, dass das Übel gar keine eigene Realität hat. Er kritisiert den Manichäismus, von dem wir gerade eben gesprochen haben und der zu seiner Zeit noch ziemlich populär gewesen ist. Sogar Augustinus selber hatte mal so einen kurzen Flirt in seiner Jugend mit dem manichäistischen Denken. Also er kritisiert den Manichäismus und sagt, es gibt nicht sowas wie ein eigenständiges Prinzip des Bösen oder des Übeln. Also dieses dunkle Prinzip oder die Kraft der Finsternis, die gibt es eigentlich gar nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, sagt Augustinus, das Übel als ein Etwas zu denken, also als etwas, das eigenständig existiert. Es gibt nämlich kein eigenständiges Übel, sondern es gibt nur den Mangel am Guten. Was real ist, sagt Augustinus, das ist gut und es wird nur dadurch schlecht, dass es an Gutem verliert. Aber es gewinnt nicht irgendwie die positive Qualität oder die Realität des Schlechten hinzu. Schlecht sein heißt einfach nur das Gute verlieren. Es ist nicht so, dass irgendetwas dazukommt, was schlecht wäre, sondern es ist so, dass etwas verloren geht, was gut ist. Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen, alle Dinge sind gut
Und das Böse, nach dessen Ursprung ich forschte, ist kein Ding, da es, wenn es ein Ding wäre, gut sein müsste. Denn dann müsste es entweder eine unvergängliche Substanz und damit zweifellos ein hohes Gut oder eine vergängliche Substanz sein. Und vergänglich könnte sie nur sein, wenn sie gut wäre. So erkannte ich also, und es ward mir klar, dass du, Gott, alles gut geschaffen hast und dass es gar keine Dinge gibt, die du nicht geschaffen hast. Das ist die sogenannte Privationslehre von Augustinus. Sie besagt, das Übel hat keine eigene Existenz, sondern das Übel ist nur eine Beraubung des Guten. Beraubung, das heißt auf Lateinisch privatio, deswegen die Privationslehre. Das Übel ist also eigentlich nichts. Es ist kein Ding, es ist nichts Existierendes. Daher wurde es auch nicht von Gott geschaffen, denn Gott hat logischerweise nur das Seiende geschaffen. Das Übel hat keine eigene Realität. Es besteht nur in der Verminderung oder dem Verlust des Guten. Wenn Ihnen das jetzt so ein bisschen wie ein philosophischer Hütchentrick vorkommt, mir geht es da genauso. Augustinus kann jetzt natürlich sehr elegant erklären, warum das Übel eigentlich nicht real ist, aber was ändert das? Ist das nicht eigentlich bloß ein Etikettenschwindel, was Augustinus hier praktiziert? Also wenn mein Arzt mir sagt, Herr Gäb, Sie sind nicht krank, Sie haben nur einen Mangel an Gesundheit. Was soll ich dann sagen? Ja, wunderbar, danke, jetzt geht's mir besser. Nein, natürlich nicht. Am realen Zustand hat sich überhaupt nichts geändert. Wir haben einfach nur die Beschreibung dieses Zustands verändert. Auch wenn das Übel laut Augustinus metaphysisch betrachtet keine eigene Realität hat, bleibt die Frage ungeklärt, warum leiden denn dann eigentlich Menschen? Augustinus hat eine Erklärung dafür, warum wir leiden und sagte, das sind wir selber schuld, das liegt am Sündenfall. Das Leiden ist die gerechte Strafe für unser Vergehen gegen Gott. Augustinus' primäres Ziel in der ganzen Angelegenheit war es zu erklären, dass Gott das Übel nicht geschaffen hat, also dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist und dass das Übel nicht Bestandteil der Schöpfung ist. Dafür sind wir sozusagen selbst zuständig für das Übel. Also für Augustinus mag das gereicht haben, aber wer nicht ohnehin schon an die Existenz eines Gottes glaubt und an den Sündenfall glaubt, den wird diese Lösung nicht überzeugen. Der wird dann ganz ähnlich, wie ich das hier tue, sagen, das ist eigentlich nur ein Taschenspielertrick, bei dem wir ein anderes Wort finden, um das Wort Übel zu ersetzen. An der Realität des Übels ändert sich dadurch aber nichts. Wie sieht's mit Strategie Nummer 3 aus? Geht dich nichts an? Nun, das würde hinauslaufen auf die Behauptung, dass Gottes Wege unergründlich sind. Also es steht dem Menschen einfach nicht zu, Gottes Schöpfung zu hinterfragen und nach den Gründen zu fragen, warum Gott das Leiden zugelassen hat. Es fehlen uns ganz einfach die Fähigkeiten, könnte man sagen, zu verstehen, warum Gott das Übel zulässt. Exemplarisch finden Sie diese Position dargestellt in der alttestamentarischen Erzählung von Hiob. Diese Hiob-Geschichte, wenn Sie nicht kennen, die läuft ungefähr folgendermaßen ab. Also Gott und der Satan unterhalten sich über Hiob, einen frommen und gottesfürchtigen Mann. Gott prahlt damit, wie fromm und anständig dieser Hiob ist und wie sehr er ihm die Treue hält. Und der Satan kontert dagegen und sagt, das liegt aber nur daran, dass es dem so gut geht. Wacht mal ab, sobald der schlecht dran ist und seinen ganzen irdischen Wohlstand verliert, dann wird er auch seinen Glauben verlieren. Und er schlägt Gott eine Wette vor. Er, der Satan, wird es schaffen, Hiob so lange zu quälen, bis er seinen Glauben aufgibt und Gott verleugnet. Gott sagt, okay, bring it on, und lässt den Satan auf Hiob los. Hiob verliert seinen Besitz, er verliert seine Kinder, aber er bleibt Gott treu. Dann wird er mit Krankheiten geschlagen, aber trotzdem hält er tapfer in seinem Glauben stand. Drei Freunde besuchen Hiob und fangen an, mit ihm zu diskutieren. Sie fragen ihn, was um alles in der Welt hast du getan, dass Gott dich so straft? Also die Freunde gehen davon aus, dass es so etwas wie eine göttliche Gerechtigkeit gibt und dass Gott nicht ohne Grund Leiden hinzufügt. Aber Hiob beharrt darauf, nichts falsch gemacht zu haben. Und dann irgendwann wendet sich seine Stimmung und er fängt an, auf Gott zu schimpfen, der ihn so zu Unrecht bestraft und der ihm ohne jeden Grund dieses Leid angetan hat. Dann betritt Gott selbst die Bühne in Form eines Wirbelwinds und weist Hiob zurecht. Er sagt ihm, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt.
und so weiter und so fort. Die Rede ist insgesamt ein bisschen länger, aber den Tenor haben Sie rausgehört. Gott versucht gar nicht erst, sich zu rechtfertigen. Er versucht auch nicht, dem Hiob zu erklären, warum er leidet oder seine Gründe darzulegen oder so etwas. Er versucht auch nicht, irgendwie klarzustellen, warum Hiob in Wirklichkeit vielleicht nicht unschuldig ist oder so etwas. Also er weist jeden Erklärungsversuch einfach barsch zur Seite und sagt, die Anklage ist abgewiesen. Berechtigt oder nicht, dem Hiob steht es einfach nicht zu, von Gott Rechenschaft zu verlangen. Das geht ihn nichts an. Philosophisch gesehen ist auch das natürlich eine ziemlich unbefriedigende Strategie, denn diese Strategie beantwortet letzten Endes gar nichts. Der Widerspruch ist nicht ausgeräumt, also der Widerspruch zwischen der Existenz Gottes und der Existenz des Übels in der Welt. Es ist überhaupt nicht klar, warum Gott diese Übel zugelassen hat. Das Einzige, was passiert ist, es wird bekräftigt, dass Gott es kann, also diese Übel zulassen, und dass es einen Grund gibt, aber dass wir diesen Grund nicht einsehen können. Also ja, es gibt bestimmt einen Grund, warum Gott diese Übel zugelassen hat, nur wir kennen ihn nicht oder wir werden ihn niemals verstehen und es steht uns nicht zu, Fragen danach zu stellen. Das ist natürlich keine Lösung des Problems. Das ist einfach nur eine Ruhigstellung für denjenigen, der nervös geworden ist angesichts des Problems des Übels. Es hat natürlich, also diese Strategie hat natürlich nur dann Überzeugungskraft, wenn man ohnehin schon an Gott glaubt, genauso wie wir es eben bei Augustinus gesehen haben. Also derjenige, der ohnehin schon an Gott glaubt und vielleicht in seinem Glauben erschüttert ist durch das Problem des Übels und nach einem Weg sucht, sich angesichts dessen zu beruhigen, ja, dem wird es vielleicht weiterhelfen, sich zu sagen, Gottes Wege sind unergründlich und uns Menschen steht es nicht zu fragen, warum Gott das Übel zugelassen hat. Aber andere, die vielleicht Zweifel haben an der Existenz Gottes und für die das Problem des Übels ein echtes Problem darstellt und die darin einen echten Grund gegen die Existenz Gottes sehen, denen hilft das überhaupt nicht weiter. Versuchen wir es mal mit Strategie Nummer 4. Ich kann alles erklären. Gott hat das Übel zugelassen, müssten wir dann sagen, aber nur weil es notwendig war. Nur weil es notwendig war, um ein anderes Gut zu erreichen. Grundsätzlich ist das ja ein vertrauter Gedanke. Manchmal ist es erlaubt, manchmal ist es sogar geboten, anderen ein Übel zuzufügen oder ein Übel irgendwie zuzulassen, vielleicht auch Schmerzen zuzufügen oder so etwas, wenn nur auf diese Weise ein höheres Gut erreicht werden kann. Wir sprechen dann von einem notwendigen Übel, ein Übel, das man eben in Kauf nehmen muss. Also nehmen Sie als Beispiel eine Blinddarmoperation. Wenn Sie einen entzündeten Blinddarm haben und der operativ entfernt werden muss, dann fügt Ihnen der Chirurg oder die Chirurgin natürlich Schmerzen dabei zu. Und so eine Blinddarmoperation ist kein Spaß. Das ist durchaus ein Übel und eine Form von Leiden. Aber würden wir jetzt dem Arzt oder der Ärztin Vorwürfe machen, dass sie uns dieses Leiden zugefügt haben? Selbstverständlich nicht. Es war berechtigt und es war sogar geboten, diese Operation durchzuführen, selbst wenn sie Schmerzen mit sich bringt, weil eben nur auf diese Art und Weise ein höheres Gut sichergestellt werden kann, nämlich das Gut des eigenen Lebens. Können wir jetzt also für die Theodizee-Frage, für das Problem des Übels, eine ähnliche Strategie finden? Könnte es eine Rechtfertigung dafür geben, warum Gott das Übel zugelassen hat? Nun, die klassische These, die hierfür immer wieder seit der Antike bereits ins Feld geführt wird, das ist die menschliche Willensfreiheit. In der Gegenwart wird diese Theorie oder diese Position unter dem etwas fantasielosen Namen von der Free Will Defense vertreten. Die These lautet: Gott will den Menschen Willensfreiheit erlauben und Freiheit ist ein hohes Gut. Aber echte Freiheit kann es natürlich nur dann geben, wenn man auch die Möglichkeit in Kauf nimmt, dass diese Freiheit dazu gebraucht wird, etwas Schlechtes zu tun. Gott hätte den Menschen nicht einerseits frei schaffen können und andererseits ihm die Möglichkeit nehmen, etwas Schlechtes zu tun. Dann wären die Menschen ja gar nicht frei. Also sie sind nur dann frei, wenn sie wirklich alle Möglichkeiten haben. Wenn man bewusst eine bestimmte Reihe von Möglichkeiten ausschließt, dann nennt man das normalerweise nicht Freiheit. Also Freiheit heißt Freiheit zum Guten wie auch zum Schlechten. Nun, eine solche Verteidigung Gottes über die menschliche Willensfreiheit setzt voraus, dass wir insgesamt 5 Thesen unterschreiben müssten. Ich folge hier in dieser Darstellung ein kleines bisschen meinem Münchner Kollegen Armin Greiner. Die erste dieser Thesen lautet: Es gibt Wesen mit einem freien Willen. Also wenn Willensfreiheit der Weg der Argumentation sein soll, dann muss es Willensfreiheit auch geben.
Zweite These, einen freien Willen zu haben, ist besser als determiniert zu sein. Dritte These, Freiheit setzt logisch die Freiheit zum Guten und auch zum Schlechten voraus. Vierte These, wenn es möglich ist, das Schlechte zu tun, dann wird das Schlechte auch irgendwann getan werden. Und fünfte These, der Wert der Freiheit übersteigt den Unwert des dadurch verursachten Leidens. Schauen wir uns die Thesen mal Schritt für Schritt an. These 1, ja, es gibt Willensfreiheit. Nun, diese These, wenn wir sie unterschreiben, zwingt uns natürlich dazu, in der Frage, der philosophischen Frage nach der Willensfreiheit eindeutig Stellung zu beziehen. Wir müssen uns für die libertäre Position entscheiden. Ja, es gibt eindeutig Willensfreiheit. Menschen haben einen freien Willen. Diese ganze Debatte können wir hier an der Stelle jetzt unmöglich nochmal aufrollen. Das würde viel, viel zu weit führen. Schauen Sie in Ihr Lieblingsbuch zur Willensfreiheit rein. Da finden Sie ja, alles, was pro und contra Willensfreiheit jemals gesagt wurde. Aber zumindest diese eine Anmerkung sei an der Stelle erlaubt, bevor Sie die These einfach unterschreiben. Es gibt eine ganze Menge gewichtige Argumente zugunsten des Determinismus, die wir, wenn wir These 1 akzeptieren wollen, entweder ignorieren oder widerlegen müssen. Und das wird eine ganze Menge Arbeit. Also so furchtbar unstrittig ist diese These Nummer 1 nicht. These Nummer 2. Was ist eigentlich so großartig an dem freien Willen? Ja, was eigentlich? De facto betrachten wir Freiheit als ein Gut. Also wir wollen gerne frei sein, wir wehren uns dagegen, fremdbestimmt zu werden. Also wenn wir unser tatsächliches Verhalten anschauen, sieht es schon so aus, als würden wir der Freiheit, der eigenen Freiheit, einen relativ hohen Wert zuschreiben. Aber Freiheit ist natürlich nur ein einziges Gut unter vielen anderen Gütern, die es auch noch gibt. Also ein Schwerverbrecher beispielsweise, der wird seiner Freiheit beraubt und ins Gefängnis gesperrt, weil es eben andere Güter gibt, die wichtiger sind als die Freiheit dieses Schwerverbrechers. Freiheit sticht nicht alles andere aus. Und manchmal wollen wir auch gar nicht so dringend frei sein. Freiheit heißt ja auch Verantwortung. Freiheit heißt verantwortlich zu sein für das, wozu man sich frei entscheidet. Also wer sich frei für irgendetwas entscheidet, für einen Lebensweg, für einen Beruf, für einen Partner, der trägt auch die Verantwortung für diese Entscheidung. Auch dann, wenn es schief geht. Aber manchmal ist es vielleicht besser, wenn einem diese Entscheidung von außen vorgegeben wird, denn dann fällt die Verantwortung weg, die mit der Freiheit einhergeht. Also manchmal ist es uns vielleicht sogar lieber, einfach zu tun, was uns gesagt wird und über die anderen zu schimpfen, die uns Vorschriften machen und uns nicht frei sein lassen, als ja, tatsächlich frei zu sein und selbst die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Also der Wert der Freiheit, auch keine so ganz eindeutige Sache. Wie ist es mit These 3 und 4? Es muss eine Möglichkeit zum Schlechten geben und diese Möglichkeit muss auch irgendwann realisiert werden. Ja, wir hatten das eben schon mal angerissen und gesagt, also wenn es Freiheit geben soll, dann muss es die Freiheit zum Guten wie auch zum Schlechten sein. Aber wie genau muss man das jetzt verstehen? Hätte Gott nicht die Menschen wenigstens so schaffen können, dass sie zwar frei sind und auch das Schlechte tun könnten, aber einfach keine Neigung dazu haben? Jeder von uns hat prinzipiell die Möglichkeit, einen anderen zu töten. Wir können das. Also diese Möglichkeit besteht für jeden von uns. Niemand von uns ist durch irgendwelche merkwürdigen physischen oder metaphysischen Umstände daran gehindert, einen anderen Menschen zu töten. Aber die allerwenigsten Menschen werden tatsächlich auch zum Mörder. Warum? Nun, weil die meisten Menschen dazu einfach keine Neigung haben. Sie haben keinen inneren Antrieb, diese prinzipiell bestehende Möglichkeit auch zu realisieren. Warum hat Gott dann nicht einfach alle Menschen so geschaffen? Warum hat er ihnen nicht einfach die Möglichkeit gegeben, andere zu töten, aber nicht die Neigung, es auch zu tun? Wäre das nicht irgendwie die elegantere Lösung gewesen? Oder wir könnten auch fragen, warum greift Gott denn nicht ein, wenn Menschen dabei sind, etwas Schlechtes zu tun? Es ist ja nur notwendig, haben wir gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass wir etwas Schlechtes tun können. Aber niemand hat gesagt, dass diese Möglichkeit auch realisiert werden muss. Gott könnte uns ja einfach im entscheidenden Moment, bevor wir den Abzug der Pistole ziehen, in den Arm fallen oder so etwas. Der naheliegende Einwand an der Stelle wäre natürlich, das wäre gar keine echte Freiheit. Also ich bin nicht frei zu gehen, wohin ich will, wenn immer dann, wenn ich die Tür aufmachen will, jemand sich dazwischen stellt und mich zurückschubst. Aber die Frage bleibt natürlich, wie viel Möglichkeit zum Schlechten muss eigentlich sein? Dass das Schlechte möglich ist, das kann man zugestehen. Also dass die Möglichkeit bestehen muss, etwas Schlechtes zu tun, das kann man zugestehen, damit es Freiheit gibt. Aber wie weit muss diese Möglichkeit gehen? Das bietet eine Menge Raum für Interpretation. Schließlich die These Nummer 5.
der Wert der Freiheit. Und der Wert der Freiheit soll den Unwert der Leiden übersteigen. Das ist die problematischste dieser Thesen. Warum sollte der Wert der Willensfreiheit denn so groß sein, dass er alle anderen Unwerte übersteigt? Denn das muss ja offensichtlich der Fall sein. Die Diktatoren des 20. Jahrhunderts, Hitler, Stalin, Mao und so weiter, haben Millionen Menschen getötet, haben unvorstellbares Leiden in der Welt verursacht. Wäre es angesichts dessen nicht besser gewesen, deren Willensfreiheit wenigstens ein bisschen zu beschränken und so das Leiden zu verhindern, das sie verursacht haben? Also es ist schwer vorstellbar, wie Willensfreiheit so wertvoll sein könnte, dass sie alles Leiden überwiegt. Wir müssen den Wert der Freiheit gegen den Unwert des Leidens aufwiegen. Und sind wir uns wirklich sicher, dass bei diesem gegeneinander Abwägen die Freiheit gewinnen wird? Ich nicht. Willensfreiheit, also die Verteidigung mit Hilfe der Willensfreiheit, kann vielleicht das Problem des Übels auf einer logischen Ebene lösen. Es ist kein Widerspruch, könnte man mit Hilfe der Willensfreiheit argumentieren, wenn Gott Übel zulässt, um eben Willensfreiheit zu ermöglichen. Freiheit, das haben wir gesagt, das können wir so akzeptieren. Freiheit impliziert die Möglichkeit von Übeln, was auch immer Möglichkeit hier genau heißen mag. Also kann man sagen, ist Freiheit nur möglich, wenn es auch Übel gibt. Ohne Übel keine Freiheit. Also Willensfreiheit bringt als notwendiges Übel, die Leiden in der Welt mit sich. Aber das heißt nur, dass die Existenz Gottes und die Existenz der Übel in der Welt einander nicht widersprechen. Wir könnten immer noch sagen, dass selbst wenn dieser Widerspruch auf der logischen Ebene ausgeräumt ist, dass das Ausmaß der Übel einfach zu groß ist. Es gibt schlichtweg zu viele Übel in der Welt. Ein allgütiger Gott hätte nicht mehr Übel zugelassen, als unbedingt notwendig sind, um die Willensfreiheit zu ermöglichen. Also er hätte das Maß der notwendigen Übel auf das absolute Minimum beschränkt. Und angesichts des Ausmaßes der Übel in der Welt, die wir so um uns herum erleben, dann sieht es aus, als wäre Gott mit der Freiheit vielleicht ein bisschen zu freigebig umgegangen. Als hätte er nicht ganz das Minimum der notwendigen Übel in der Welt zugelassen, sondern tendenziell ein bisschen mehr als das. An der Stelle könnte man jetzt noch hinzufügen, wenn überhaupt, dann kann die Willensfreiheit doch nur moralische Übel erklären. Also eben die Übel, die auch von freien Handlungssubjekten verursacht werden. Willensfreiheit erklärt aber nicht, woher die natürlichen Übel kommen, also was es mit Pandemien und mit Erdbeben und so weiter auf sich hat. Nun, hier kommt in einer analogen Argumentation ein ähnliches hohes Gut ins Spiel, das ebenfalls nur durch Übel und durch Leiden realisiert werden kann, nämlich das Gut der Tugend. Ohne Übel, so lautet hier die These, ohne Übel gäbe es keine Möglichkeit, Tugenden zu entwickeln. Übel sind also eine Möglichkeit, für den Menschen zum Besseren zu kommen. Das ist ein Argument, das in der Gegenwart besonders prägnant von Richard Swinburne, von dem wir in der letzten Woche bereits die Rede hatten, vertreten wird. Swinburne schreibt dazu einen sehr prägnanten Satz, wenn er sagt: "Evils give men the opportunity to perform those acts which show men at their best." Also das Übel gibt uns die Gelegenheit, Dinge zu tun, bei denen wir uns von unserer besten Seite zeigen können, bei denen wir das Gute in uns realisieren können. Der Gedanke, der dahinter steht, ist ganz einfach der: Mitleid ist etwas Gutes, aber Mitleid kann es nur geben, wenn auch jemand leidet. Tapferkeit ist ebenfalls etwas Gutes, aber Tapferkeit kann es nur dann geben, wenn jemand in Gefahr ist. Also, wenn Gott Menschen will, die mitleidsvoll und tapfer sind, dann muss er eine Welt schaffen, in der es Leiden und Gefahren gibt. Sonst wären diese Tugenden einfach nicht möglich, in einem logischen Sinne unmöglich. Das Leiden ist also eigentlich etwas Gutes. Es ist nämlich gut für etwas. Nun, naheliegenderweise sind gegen diese Verteidigungsstrategie eine ganze Reihe Einwände erhoben worden. Erstens, wenn überhaupt, dann rechtfertigt diese Higher Goods Defense eigentlich nur solche Übel, die auch der Ausbildung von Tugenden dienen. Aber wie viele Menschen sind denn im Verlauf der Jahrtausende an Krankheiten gestorben, ohne dass irgendjemandem das etwas genutzt hätte, ohne dass irgendjemand hätte helfen können, ohne dass irgendjemand etwas gelernt hätte aus diesen Übeln? Welche Tugenden sind durch den Holocaust erworben worden? Es ist ziemlich schwer vorstellbar, dass die Gefangenen in Auschwitz in irgendeiner Weise davon profitiert haben sollen, und sei es im moralischen Sinne, im Konzentrationslager zu sitzen.
Nun könnte man an der Stelle vielleicht einwenden, ja, nicht Sie selbst haben davon profitiert, ganz bestimmt nicht, sondern andere. Andere, die vielleicht aus dem Leiden dieser Menschen etwas gelernt haben und vielleicht daraus gelernt haben, besser Kriege zu verhüten oder nicht rassistisch zu sein oder sonst irgendetwas. Aber mit welchem Recht kann ein guter Gott unbeteiligte Dritte leiden lassen, um irgendjemand anderem, vielleicht viel, viel später in der Zeit, die Gelegenheit zu geben, tugendhaft zu werden und sich zum Besseren zu entwickeln? Das erscheint moralisch ziemlich fragwürdig, jemanden, der gar nichts mit der Sache zu tun hat, zu quälen, nur damit irgendjemand anderes eine Gelegenheit bekommt, etwas Vernünftiges daraus zu lernen. Zweitens könnte man gegen diese Strategie einwenden, Swinburne versteht den Wert der Tugenden irgendwie falsch rum an der Stelle hier. Mitleid ist sicherlich etwas Wertvolles, etwas Gutes. Und in einer Welt ohne Leiden gäbe es kein Mitleid. Klar, das ist eine begrifflich wahre Tatsache. Aber der Wert des Mitleids hängt natürlich von der Existenz des Leidens ab. In einer Welt ohne Leiden gäbe es kein Mitleid, aber das wäre kein Verlust. Weil es in einer solchen Welt, also weil in einer solchen Welt das Mitleid eben keinen Wert mehr hätte. Dass Mitleid wertvoll ist, hängt an der Existenz von Leiden. Wenn es kein Leiden gäbe, gäbe es kein Mitleid, aber es gäbe auch keinen Wert des Mitleids, der realisiert werden könnte, aber nicht ist. Also es wäre kein Verlust. In den Worten des romantischen englischen Dichters William Blake: Mercy could be no more if there was nobody poor. And pity no more could be, if all were as happy as we. Also in einer Welt ohne Leiden wäre es kein Verlust, wenn die Tugenden fehlen, weil es einfach nichts gibt, was den Wert dieser Tugenden begründen könnte. Und wo es keinen Wert gibt, kann auch kein Wert verloren gehen. Schließlich noch könnte man zu guter Letzt anfügen, und was ist mit dem Leiden der Tiere? Auch die Tiere leiden, nicht nur die Menschen, vielleicht leiden die Tiere sogar noch mehr als die Menschen. Und im Fall der Tiere scheint es noch viel weniger der Fall zu sein, dass das Leiden der Tiere irgendeinem Zweck dient, also dass es der Ausbildung von Tugenden oder der moralischen Vervollkommnung dienen könnte. Wenn man das bei Menschen vielleicht noch in irgendeiner Weise akzeptieren würde, bei Tieren erscheint das sehr viel fragwürdiger. Nun, die Debatte um das Problem des Übels ist sehr lang, sehr ausufernd und sehr kompliziert, und ich habe hier nur ein paar ganz grobe Eckdaten genannt und ein paar ganz wichtige Argumentationsstrategien vorgestellt. Es gibt noch andere Argumente in der Debatte, die wir jetzt hier nicht angesprochen haben. Sie können das gerne bei Gelegenheit in der Literatur vertiefen. Das heißt, was ich hier präsentiert habe, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Diese Debatte läuft immer noch. Aber die Herausforderung durch das Problem des Übels, die bleibt natürlich bestehen. Wenn es einen Gott geben soll, dann muss geklärt werden, woher die Übel in der Welt kommen und wie Gott dieses Übel zulassen kann. Das Problem des Übels ist tatsächlich die größte Herausforderung und der schwerwiegendste Angriff auf den Glauben an Gott. Und bisher ist noch nicht klar, wie dieser Angriff abgewehrt werden könnte.